beide sind schön, stark und sexy, zwei Powerfrauen in Flirtlaune, quasi ein Fernduell. Sylvie Meist, 40, sah man am Sonntag freudestrahlend beim Finale der French Open in Paris. Wie schon kürzlich auf Ibiza an ihrer Seite, Manuel Campos Quara, ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Madrid. Der 42-Jährige, der Finanzrecht studierte und einen MBA der Universität in Chicago hat, besitzt die Restaurantkette Tagel mit dem Ganzen in Madrid, Miami, Ibiza und bald auch in Beverly Hills, Philadelphia und London. Zudem ist er Mitinhaber und Geschäftsführer der Investitionsfirma Marble Capital. Ein Volltreffer, der Sylvies Liebeskonto greifelt. Schließlich pflegt Manuel Campos Quara auch noch beste Kontakte zur High Society. Mit dem langjährigen Real Madrid-Star Cristiano Ronaldo ist er per Du. Die Männer sind Geschäftspartner und Nachbarn. Enrique Iglesias zählt ebenfalls zu seinem Freundeskreis. Kurz vor dem Liebestrip nach Paris lud Manuel Sylvie zu einem Konzert mit dem Schmusesänger in Madrid ein. Stolz postete sie Backstage-Fotos. Nach ihrer Liaison mit dem niederländischen Assistenzarzt Sander Kleverick fischt Sylvie also wieder in bekannten Gewässern. Doch abgesehen davon, dass sie und Manuel denselben Lifestyle leben und pflegen, tut er ihr, laut Aussage von Freunden gegenüber Gala, einfach gut. Der Vater von zwei Kindern sei trotz des finanziellen Backgrounds bodenständig, außerdem liebenswürdig und humorvoll. Genauso wirkt auch der Fisch, den Shamin Shariwar, 35, gerade an der Angel hat. Rund zwei Jahre nach ihrer Sommerromanze mit dem vermögenden italienischen Fiat-Erben Lapuelkan wurde sie jetzt heftig stotend mit Schauspieler Nix Helilai, 35, gesichtet. Bei einer Privatparty in Berlin gingen die beiden mehr als vertraut miteinander um. Immer wieder wanderte Nix Hand auf Shamines Bein. Der albanische Schauspieler, der in Deutschland als Winnetou in der RTL-Neuverfilmung bekannt wurde, ist rein optisch ein Knaller. Champagner zum Frühstück und jeden Tag Kaviar gibt es bei ihm aber vermutlich nicht.